Hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Map Obertal. Wir befinden uns auch auf unserem Hof Obertal. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area und es ist Ingame 16:31. Wir müssen ein bisschen was wieder schaffen heute. Oh, mal gucken, wie wir das alles hinbekommen. Ich habe mir hier diesen super Hightech Caterpillar Ladewagen mal hinter den kleinen Traktor gehängt, weil zum einen mal müssen wir die beiden neuen Felder, die wir jetzt abgeerntet hatten, das Stroh sammeln. Das muss da runter. Aber ich will das Stroh nicht ins Lager packen. Ich will es direkt verkaufen. Da habe ich mir überlegt, damit das schneller geht, arbeite ich vielleicht mit zwei Traktoren und zwei Ladewagen. Aber erstmal muss ich ja überhaupt, ne, überhaupt was tun. Also, ich muss erstmal gucken. Feldarbeit. Ich muss ja den Ladewagenkurs erstmal generieren. Da ist Moment, so geht das nicht. Erstmal den Kurs rausschmeißen. So, jetzt kann ich generieren. Und zwar war das auf dem Feld 20. Wo haben wir denn? Das ist hier der Wartepunkt. Wähle Position auf Karte. Genau, dann kann ich hier anfangen. Automatisch rein überspringen brauche ich nicht. Ich stelle den mal auf 20 Meter. Warum da 11 Meter unten steht, weiß ich nicht. Die Arbeitsbreite beträgt eigentlich 21 Meter, aber ich mache mal 20 Meter. So, Vorgewende nehme ich gerne 3 im Uhrzeigersinn, weich, dann hoch runter. Gucken wir uns das mal an. So, ja, hier ist ein bisschen komisch dann, ne? Aber na, das wird. Und bei 3 Vorgewinden hat der genug Platz. Okay. Ich speichere das mal ab. Feld 20 Ladewagen. Ich schreibe trotzdem 21 Meter. Ne? Ist ja auch ein Ladewagen mit 21 Meter Arbeitsbreite. So, dann muss ich das noch ins Feld 20 schieben. Also in den Ordner für das Feld 20. Genau. Irgendwie, das ist doch in Ordnung, ne? So, wo ist denn? Es ist also die Version, ich habe die jetzt neu drauf gemacht, ne? Version 6.02.0000000006 Developer. Und ich vermisse hier gerade Wendekreisarbeitsbreite, Fahrzeugbreite. Ich vermisse hier gerade, das hier, ne, for unload and refill für Autodrive. Wo ist denn das hin? 1560. Ja, hier. Nein. Habe ich erweiterte Einstellungen? Benutzen. Pfadfindung. Autodrive zum Entladen und Auffüllen. Hier drin habe ich das, ne? Zum Parken, zum Entladen und Auffüllen. Das ist also so in Ordnung. Aber in den erweiterten Einstellungen halt, ne? Erster Punkt gerade anfahren, Haltezeit, planen, automatisch. Kraftstoffstandschalter nachfüllen nur unter 20%. Kraftstoffsparmodus, Warnleuchten. Ha, entgegengesetzt wenden. Fruchtumfahrung deaktivieren. Wenn auf dem Feld. Ja, aber das ist so, der Button ist raus, ne? Kriegst du hier nur noch. Oder bin ich jetzt doof? Du kriegst es hier tatsächlich nur noch, wenn du. Ne, wenn du hier bei den allgemeinen Einstellungen, ne, hier unter dem Zahnrad, wenn du unter die erweiterten Einstellungen gehst, dann hast du es hier noch, ne? Autodrive. Das ist.
Ja, schade. Tool anheben früh, Tool absenken spät. Nee. Umgekehrt ist besser. So, Drescher selber abtanken. Rohre immer ausfahren. Strohablage. Spurreißer. Düngefunktion. Was haben wir noch? Kurs beim Start laden. Automatisch scannen. Ist aktiviert. Cosplay Works. Earn Wages. Ja. Das ist schon, ne, also müsst ihr hier immer gucken, ne? Zum Entladen und Befüllen, also Cosplay-seitig, Autodrive, da fehlt mir die Taste ein bisschen. Die war ja hier. Ja, das ist jetzt halt in den Menüeinstellungen. Naja, gut. Sei es drum. So, das ist jetzt fertig. Erster Wegpunkt. Jetzt muss ich gucken. Mal gucken, wo wir hier den besten Stroh kriegen. Ich könnte den untergrubbern, das spart Zeit, aber das ist wieder so viel Stroh, das bringt auch Geld, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Hackschnitzel, da, Stroh. Bester Preis, Bergfruchthandel. Naja, das ist ja wieder, ist es auch. So. So, beladen. Da müssen wir zum Beladen fahren wir zu Feld 20. Zum Abladen fahren wir. Wenn die sich da mal später nicht begegnen. Ey. Ich mache jetzt hier mal alles zu. So, zum Abladen. Zielorte verkaufen. Bergfruchthandel. Ich stelle mal Stroh ein wieder. Ne? Aber wir wissen ja, dass man es ja eigentlich nicht braucht. Stroh. So. Geschwindigkeiten sind programmiert. Aus Feld begrenzt. Fruchtumfahrung. Wir möchten Cosplay aktivieren, sobald er bei Feld 20 angekommen ist. Ich mach den jetzt mal an und der Fahrer hat keinen Weg gefunden. Ja, das ist aber in Ordnung. Und jetzt hat er den Weg gefunden. Okay, ich traue dem jetzt zu, dass der das schafft. So, hier habe ich ja noch so einen Ladewagen, ne? Der ist ja hier hinter meinem Rasenmäher. Und ich werde den mal hier einfach abhängen, stehen lassen. Mit dem Rasenmäher fahre ich von der anderen Seite einfach mal wieder da rein. So. Oh, und dann kann der mir hier stehen bleiben. Jetzt brauche ich noch einen zweiten Traktor. Dafür habe ich mir gedacht, nimmst du mal den Deutz wieder raus hier. So, Apikowski. Ach, der fährt sich hier wieder eine Naht zurecht. Also ich, ne? Nicht der Deutz, ich. Den müssen wir jetzt auch einstellen, ja? Dass der das Stroh zum Bergfruchthandel bringt und verkauft. Da bin ich mal gespannt, ob die sich da dann in die Quere kommen. So, wir hängen dann erstmal dran. Was haben wir denn an Cosplay-Einstellungen hier überhaupt? Geschwindigkeiten. Ja, das kannst du so lassen. Keule. So, Feldarbeit. Kein Kurs geladen. Kurs generieren. Das ist hier oben Feld 36 gewesen. Richtig. Aktuelle Fahrzeugposition nicht. Sondern wähle Position auf Karte. Sagen wir mal ungefähr hier. Dann kriegt er auch wieder 20 Schmetter von mir eingestellt. Ich hätte jetzt natürlich auch den Drescherkurs nehmen können. 23 Meter. Aber ich möchte nicht, dass die Traktoren zentral über diesen fetten Strohhügel fahren. Ne? Ihr wisst sicher, was ich meine. So, drei Vorgewinde. Weich, hoch, runter. Zack. Wie sieht's aus? Na komm, ich lasse das mal so. Das hier oben ist auch egal. Feld
Feld 36, Ladewagen mit 21 Meter, nanda, nicht Komma. 21 Meter, so, das haben wir dann auch geklärt. Das lasse ich jetzt hier in den Ordner, so, Feld 36, zack, ja, das ist in Ordnung. Jetzt ist ja, wie gesagt, der Button ist verschwunden. Jetzt muss ich hier natürlich gucken, erweiterte Einstellungen zum Entladen und Auffüllen, ne? For Unload and Refill. Das scheint jetzt Dauer an zu sein. Naja, wir lassen das mal. So, hier. Du musst fahren zu Feld 36. Abladen tust du. Ach herrje. Abladen tust du bitte am Berg Fruchthandel. Das Ganze ist Stroh. Wenn du am Feld ankommst, bitte Cosplay aktivieren. Erster Wegpunkt, genau. Fahr mal los. Machst du? Ah, du willst jetzt rückwärts fahren. So, fahr jetzt los. Naja, das wird nichts. Jetzt. Wo willst du denn jetzt? Das ist so das Tragische, ne? Wenn man so viele Kurse jetzt plötzlich auf dem Hof hat, die sich kreuzen und schneiden und überhaupt. Muss man aufpassen. So, jetzt will das was werden. Mach mal die Minimap hoch. Wo bewegt sich denn was? Wir sind hier. Wo ist denn der andere? Momento. Na, der fährt jetzt erst zum Berg Fruchthandel, ne? Und wenn er dann beim Berg Fruchthandel Cosplay aktiviert, dann gibt es ein Problem. Ich weiß noch nicht, warum der zum Berg Fruchthandel zuerst fährt. Der ist doch überhaupt nicht. Also da ist doch nichts drin. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum der noch nicht angekommen ist am Feld. Na, das ist schon wieder eine kuriose Sache. So, also, dass der da die Runde hinkriegt, ja. Aber warum der zum Bergfruchthandel fährt und nicht erst zum Feld 20, ne? Na schon. Meckerwürdig. Mäh. Jetzt macht er auf. Aber da ist nichts drin. Warum willst du denn da abladen? Unfassbar. Unfassbar. Also wie gesagt, Cosplay ist aktualisiert. Jetzt die neueste Version, ja. Und aha. Und ja, bei Autodrive gab es noch keine neue Version, habe ich gerade geguckt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die arbeiten. Naja, der zumindest macht es hier richtig, ne? Der hat hier schon mal angefangen. So. Kurz überlegen. Also, ich habe da vorhin geguckt. Und 1200 Abonnenten auf dem Kopf genau. Das heißt dann, warte mal, bei mir ist Dienstag. Bei euch ist heute Mittwoch. Ja, ich würde sagen, komme ich nicht drum rum. Müssen wir Samstag einen Livestream machen, wa? Ich kau noch mal eine separate Mitteilung raus, damit ihr auch alle Bescheid wisst. Und dann ist es soweit am Samstag. So, fast 3, ja, 2, 14, 15, 16, 16 Tage hat es gedauert, ne? Warum wirst du so langsam? Es geht doch nur leicht bergauf. Keule, du hast doch richtig PS. Ist ja wohl. Na komm, lassen wir den arbeiten. Ich brauche nämlich noch, genau, wir brauchen noch Leerpaletten für die Lebensmittelfabrik. Da wollen wir mal nehmen unseren Scania und machen hier mal alles zu und schicken den mal zum
Forstbetrieb Nummer 2, dass der schon mal Paletten holt. Ich gehe ja schon. Und dann nehmen wir unseren Black Beauty hier. Den schicken wir zum Hof. Was hatten wir denn? Gerste. Wir hatten Gerste, da haben wir aber, die haben wir zur Mühle gebracht. Und auf dem Hof haben wir jetzt. Was haben wir denn auf dem Hof? Ach komm schon. Hafer, genau. In Hafer. Und daraus den Hafer können wir Haferflocken machen. Getreideabholung. Lebensmittelfabrik. Anlieferung Hafer. So, dann müssen wir hier natürlich auch Hafer einstellen. Das heißt, wir fahren jetzt den Hafer abholen. Am Hof. Da hatten wir den ja eingelagert. Und bringen ihn zur Lebensmittelfabrik. Mit dem hier. So, sollte das doch klappen. Ich mach mal an. Jawohl. Der ist dann schon mal auf dem Weg. Aber die Lebensmittelfabrik, ne, die kann ja mit der Produktion erst anfangen, wenn die Leerpaletten hat. Und da müssen wir uns jetzt mal schleunigst drum kümmern. Er ist also angekommen, habe ich gerade Bescheid bekommen. Wie sieht es denn hier aus mit Leerpaletten? Ach ja, das ist ja, also ne, ist ja nicht wirklich viel hier. Hast du denn noch genug Baumaterial? Ja. Hat er. Naja, gut. Wir nehmen die trotzdem mit. Und ich würde sagen, so. Und ich würde sagen, dann fahren wir noch beim Forstbetrieb 1 vorbei. Gucken, was da noch so an Leerpaletten zu holen ist, ne? Dann, ja. Haben wir erstmal einen ganzen Schwung. Na, wenn ich da jetzt zu nahe am Papier, ne? Habe ich so. Da jetzt zu nah am Papier vorbeifahre. Ich will ja nicht. Eieieiei, Papier mitnehmen will ich ja nicht. So. Dann fahr mal Forstbetrieb 1. Da gibt es dann auch noch Leerpaletten für dich. Nehmen wir auch noch mit. Jawohl. Also das ist hier voll. 197.520 Liter Hafer. Der wird so nicht weiterfahren. Aber jetzt kann ich hier Anlieferung Hafer Lebensmittelfabrik, kann ich den schon mal abschicken hier. 197.520 Liter. Jo. Das ist mal was an Hafer, würde ich sagen. Noch alles andere für die Lebensmittelfabrik ist entweder noch im Wachstum oder noch nicht angepflanzt. Aber da kommen wir auch noch hin. Das ist jetzt hier so das, was ich vermeiden wollte. Der liegt hier voll uff-truff, ne? Ja, dann nützt auch Allrad- und Differentialsperre nichts. Der sitzt da mit dem Bauch auf dem Stroh. Und da passiert nichts. Da kannst du nichts machen, ne? Da musst du echt schummeln. So. Und hüpf. Und jetzt? Ne? Nochmal. Jetzt. Ja, zweimal schubsen, ne? Aber da musst du Angst haben, dass du den nicht umschmeißt. Ich renne da mal mit, jetzt hier gucken. Ja, das sind so die Hügel hier. Das ist schon böse. Das ist schon böse. Jetzt wieder. Achtung, jetzt. Nee, doch nicht. Hat er genug Power gehabt? Eigentlich darf man da gar nicht zugucken, ne? Einfach machen lassen. Das sieht ja schon kriminell nicht, aber das sieht ja schon dramatisch aus, was sie da für Stunts machen.
Da machen wir hier Dreharbeiten für Stuntaufnahmen, für ein Remake der Serie, ein Colt für alle Fälle mit dem Stuntman Colt Sivas. Naja. Ach Gott, dann fällt einem erstmal auf, wie alt man schon ist, ne? Wenn man solche Serien noch im Hinterkopf hat. So, gucken wir mal weiter. Ach nee. Forstbetrieb Nummer 1. Da haben wir Lehrpalette hin. Nehmen wir mal mit, was so da ist. Und können wir gleich mal einen Blick riskieren. Ist leer. Keine Blätterpaletten. Nix haben Blätterpaletten mehr. Naja. Aber die werden ja produziert. Nicht provoziert, produziert. Willst du mich produzieren oder was? So, die anderen nehmen wir auch noch mit. Gucken zwar oben durch. Aber. Ah, wird Hafer angeliefert gerade bei der Lebensmittelfabrik. Sehr schön. So. Das ist halt ein Spezialauflieger. Da passt mehr drauf. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen. Lebensmittelfabrik. Anlieferung Leerpaletten. Das ist das Ziel. Das 26 Stapel. Da geht noch mehr rein. Das sieht schon komisch aus, ne? Nein, guckt's euch an. Das ist heftig. Arthur, da hast du mir aber einen Schwertransport gebaut, Junge. Die Haferflocken sind also, haben wir ja mitbekommen, ne? Wurden schon angeliefert. Ich spring mal eben raus. So. Da. 197.520 Liter. Aber noch tut sich halt nichts, weil wir keine Leerpaletten haben. Die bringen wir hier gerade. Und die Leerpaletten sind für die komplette Produktion. Rechte Seite bitte, danke. Und dann schmeiße ich die dann auch mal drauf. Dann haben wir die hier nämlich auch am Laufen. Z. Die ziemlich zügig. So. Ja, dann müssten wir ja nur noch, du kannst erstmal wieder nach Hause. Dann müssten wir ja nur noch die anderen Zutaten beschaffen und ranbringen. Hier kommt das mit dem Popcorn. Okay. Was ist hier? Hallo? Hier. Leerpaletten. Gnocchi. Reibekuchen. Wo sind jetzt die Haferflocken? Was verpasst? Blau, Mohn, Mohn. Lauf, lauf, lauf. Stimmt hier dann, ne? Haferflocken. Ja, hier. Hier wird produziert. Na gut. Das mit dem Stroh. Ja. Der hatte jetzt gesammelt und die Bahn beendet und springt jetzt hier auf Parken Deutz, also den programmierten Parkplatz vom Deutz. Warum? Habe ich das aus Versehen so eingestellt? Zum Entladen und Auffüllen? Nicht benutzen. Zum Entladen und Auffüllen, zum Parken, zum Entladen und Auffüllen und Parken wird dann da
wahrscheinlich stehen. Aha. Also zum Entladen und Auffüllen. Zum Parken. Zum Entladen, Auffüllen und Parken. Aber das sieht man halt nicht. Na gut, mein Fehler. So. Beste Preis war trotzdem. Hat den Abfahrer sogar entlassen. Ah. Bester Preis war trotzdem Bergfruchthandel. Nicht Parkplatz Deutz. Da muss man echt aufpassen. Das sollte ich mir jetzt bei dem anderen auch noch mal anschauen. So, fahr mal Bergfruchthandel, Freundchen. Der ist ja, puh, Stroh. Also der ist schon unterwegs. Gucken wir mal schnell. Also das sind ja so Sachen, ne? Da muss er echt gucken. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Einstellungen erweitert. Da ist dasselbe. Seht, da habe ich, da muss man aufpassen. Nicht benutzen. Zum Entladen oder Auffüllen. Zum Parken. Zum Entladen, Auffüllen. Punkt, Punkt, Punkt heißt und parken. Das ist, so ist das richtig. Ja, also in der Ecke, was war das? Feld 36, Momentor. Richtig. In der Ecke, Feld 36, da war nicht so viel Stroh. Aber hier auf der 20, da kam, also da kam Stroh rum. Und der ist jetzt auf dem Weg, das Stroh abladen, verkaufen am Bergfruchthandel. Oh, wir haben noch so viel Kohle. Was ist denn 17,16 in-game? Nee. Lohnen sich da noch große Aktionen? Ja, wir werden jetzt erstmal das Stroh los. 100.000 Liter Stroh. Naja, nicht ganz. 9.000. 9, 9.000. 995.000. Also 1 Million Liter Stroh sollen. Also, das muss ja hier vom Geld her. Muss 1 Million Liter ja ein bisschen was bringen, ne? Oh, mal gucken. In Deutsch hatte ich gerade auf der Minimap hier sehen. Was? Du lädst hier nicht ab? Warum? Hör mal, du kannst mir doch jetzt nicht sagen, hier Bergfruchthandel, bester Preis für Stroh. Und dann kann ich hier kein Stroh abladen. Sag mal, wo leben wir denn? Gibt es ja noch einen anderen Trigger? Naja. Kann es ja nicht sein, oder? Mach mich nicht schwach. Hier ist noch ein Trigger. Fahr mal drüber. Da geht's. Aber auf dem Haupttrigger nicht. Also hier, Stroh nur mit dem Zug, oder was? Na, das wüsste ich aber. Jetzt, pass auf, jetzt knallt es gleich. Ich höre dann nämlich schon kommen. Fahren wir hier drüber? Nee, will nicht. Da kommt der Deutz. Na, Keule, ist nicht. Die wollen hier unser Stroh nicht haben. Muss hier auf Schienen abkippen. Das ist ja auch komisch. Daher ist mir wohl, kann mir egal sein, wollte ich gerade sagen. Schmeißt halt auch hier raus. Hauptsache Russ. Jetzt muss ich halt nur den Deutz festhalten. Der Deutz ist fertig. Bring dir mal nur aus dem Weg. 117.640. Okay. So, dich kann ich wieder anmachen. Du fährst ja dann zurück, oder was? Jetzt habe ich Autodrive unterbrochen. Jetzt macht er mir hier Schwierigkeiten. So. Ja, bitte. Ja. Hätte ich nicht eingreifen dürfen, ne? Wenn ich den jetzt zurück aufs Feld schicke, der macht dann da einfach irgendwo weiter, wo er aufgehört hat.
Ja, ist Pech für mich. Habe ich jetzt was mit K? Ne, habe ich da. Okay, ich schicke dich jetzt erstmal zu Feld 20. Dann kannst du da und da und vielleicht machst du ja da weiter. Weiß man ja nicht. Jetzt kümmere ich mich hier erstmal um den Deutz. Der ist ja dann fertig mit Stroh sammeln. Gut, dass Traktoren so geländegängig sind. Der Anhänger wird einfach geschubst und gezerrt, ob der will oder nicht. Der hat nichts zu melden. So, schmeißen wir den Stroh ja auch noch raus. Den Stroh. Alles klar. Das Stroh. Zielorte. Hof 1. Fahr da mal hin. Den Anhänger wegbringen. Ja, jetzt müssen wir uns das mit dem Stroh noch angucken. Er ist schon weg. Er ist schon weg. Dass wir das restliche Stroh da noch von dem anderen Feld kriegen. Ich gehe mal davon aus, durch mein Eingreifen und rummanipulieren wird er jetzt nicht zu der Stelle fahren, wo er aufgehört hat. Macht einfach nichts, ne? Naja, gut. Mal den Kurs anzeigen lassen. Wir können ja hier ungefähr nachvollziehen, wo, wie, wo, was er denn aufgehört hat. Das muss ja hier irgendwo gewesen sein, ne? Tralala. Da. Da. Gut. Das ist ja nicht mehr viel hier. Hier hat er Ufo gehört. Da setze ich jetzt wieder an. Da lasse ich ihn jetzt weitermachen. Hol noch das restliche Stroh vom Feld und so. Und dann haben wir das soweit runtergeschrubbt. Nein, nicht geschrubbt. Dann haben wir soweit das Stroh eingesammelt. Und ja, dann müssen wir hier natürlich hier dann mohn, würde ich vorschlagen, auf dem kleineren Kartoffeln. Kartoffeln. Ich erinnere mich noch an die Sonderfolge, das Sonderprojekt Kartoffelernte Feld 26. Aber wir brauchen Kartoffeln, ne, für die Lebensmittelverbindung. Kommen wir nicht drum rum. Also machen wir das auch. Ja. Neue Cosplay-Version, wie gesagt, ist der Button versteckt. Jetzt muss man immer in die Settings gehen. Kann natürlich auch sein, dass ich wieder was übersehen habe, aber ne, ihr habt es dann auch gesehen und verfolgt und ruckelfrei. Ne? Also scheint sich echt was getan zu haben bei Cosplay. Es ruckelt und hakt nicht mehr so extrem wie vorher. Finde ich sehr positiv. So. Ich gucke mir das an. Morgen geht dann eine Meldung raus, ne? Wegen Livestream, also nicht morgen, Mittwoch. Also bei euch heute. Vielleicht ist die Meldung auch schon raus. Ich muss gucken vom Timing her, ne? Wie das so läuft. Und ja, waren wieder eine Menge tolle Kommentare. Vielen lieben Dank dafür. Und die ganzen Daumen nach oben. Ich bin echt begeistert, wie viele Likes dabei rumkommen. Danke, 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 danke dafür. Ja, gucken beim nächsten Mal, ne? Was wir hier, wir müssen ja hier noch fetch werden. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Bleibt mir treu und vor allem bleibt gesund. Ciao, ciao.